Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Star Wars The Old Republic. Wir sind hier in einem Grab gelandet, wir haben Unterschlupf gesucht vor den Witterungsverhältnissen draußen und vor allen Dingen natürlich hier, wie man hört schon, vor den Attentätern, die Jagd auf uns machen. Wir müssen jetzt gucken, dass wir hier irgendwie aus diesem Grab wieder rausfinden. Da hinten sehen wir schon ein Grabschrecken. Eines weiteren Sith Lords. Einst dachte ich, dass in diesen alten Tempeln das Geheimnis der Unsterblichkeit zu finden wäre. Ich habe mich geirrt. Ein verwegenes Unterfangen. Die Suche nach der Unsterblichkeit ist ein gefährlicher Weg. Nur für diejenigen, die durch ihr Fleisch begrenzt werden. Ich habe mich davon gelöst. Der Sith-Imperator war mein erstes Gesicht. Aber es war nur eins von vielen, die ich trug. Und Valkorion? Und was ist mit dem Gesicht, das ihr jetzt tragt? Ich habe Valkorion vor Jahrhunderten gefunden. Er war ein großer Krieger. Ein Streiter des alten Sakurs. Es war nur logisch, dass ich ihn wählte und als mein Gefäß aushöhlte. Ich habe Potenzial in der primitiven Welt gesehen. Also habe ich sie zur Perfektion geformt. Höre ich da etwas Stolz heraus? Ihr sprecht von Sakul, als ob es euer Lieblingskind wäre. Das ewige Imperium verdient es mehr als alle meine Kinder zusammen. Wenn ihr den Thron besteigt, werdet ihr es verstehen. Wir müssen weiter in die Tiefe, wenn wir einen anderen Weg zur Oberfläche finden wollen. Bevan, momentan ist ein schlechter Zeitpunkt. Das hier kann nicht warten. Saresh hat gerade eine Nachricht geschickt. Sie kommt hierher, nach Odessen. Dann hat sie wohl doch nicht darauf gewartet, dass wir unsere Meinung ändern. Werdet sie wieder los, sobald sie gelandet ist. Einige der Truppen wollen hören, was sie zu sagen hat. Sie sind sich nicht sicher, dass die Allianz standhalten kann. Es gibt Gerüchte über die Kommandantin. Erinnert sie daran, wem ihre Loyalität gilt. Haltet Saresh hin. Wir sind unterwegs. Haben wir schon gesehen, dass sie da stehen. Minister Lohrmann hat uns davor gewarnt, dass ihr euch davonschleichen würdet. Lohrmann. Die stecken alle unter einer Decke. Was haben wir denn da schon? Das ist ein Scanner. Bonus. Scanne und beschärfe Relikte. War hier noch eins drin? Nee. Können wir den trotzdem scannen? Auch nicht. Gut, dann wollen wir den Grabschrecken hier erstmal ausschalten. Spürt meinen Zorn. Au. Wir schauen uns hier mal ein bisschen um, um zu gucken, ob wir diese Relikte finden. Okay, hier hinten ist auch nichts.
Das erinnert mich an meine ersten Prüfungen als Schülerin. Die Gräber auf Korriban von Ungeziefer befreien. Hört sich an, als würdet ihr diese Zeiten vermissen. Es waren einfachere Zeiten. Aber ich trauere der Vergangenheit nicht hinterher. Ich sehe für uns beide eine ruhmreiche Zukunft voraus. Können ja trotzdem den mal benutzen. Druckempfindliche Platten, da sollten wir nicht rauf. Okay, das ist auch nichts. Da unten haben wir wieder Druckplatten. Da haben wir was. Ein Steinrelikt. Lords werden auf Drom und Kaas verehrt. Doch wenn wir voranschreiten wollen, müssen wir die alten Gewohnheiten hinter uns lassen. Das ist leichter gesagt als getan. Ich kann eure Skepsis verstehen. Doch ich werde mich euch schon bald als würdig erweisen. Ein Steinsockel. Auch hier was, wo wir vielleicht reinkommen. Da sind auf jeden Fall die Bodenplatten wieder. Okay, wir müssen hier ein bisschen die Augen offen halten nach diesen Relikten. Ich glaube, das ist keiner unbedingt. Wir schauen trotzdem mal von hier aus. Da unten hätten wir noch mal was. Alte Klingen. Von hier aus mal. Okay, da sind auf jeden Fall wieder druckempfindliche Platten. Da sollten wir nicht drauf gehen. Und hier hinten ist wohl auch nichts mehr zu holen. Ich glaube, im nächsten großen Raum wäre vielleicht das letzte Relikt zu finden. Mr. Lohrmann. Wisst ihr nicht, dass es unhöflich ist, mich bei einem Sturm wie diesem herzurufen? Wir sollten den Weg einfach hinter uns versiegeln und euch für immer da drin einsperren. Das ist keine Option. Zaresh will die Leichen. Keine Leichen, kein Bonus. Ignoriert ihre Anweisungen. Ihr müsst Zaresh nicht gehorchen, Lohrmann. Ihr seid besser als das. Es heißt Minister, Lohrmann. Und ich gehorche Zaresh nicht. Wir sind Partner. Überdenkt das nochmal, Minister. Tut das nicht.
Es ist immer noch Zeit, die Dinge in Ordnung zu bringen. Die Allianzkommandantin ist gnädiger, als ich es bin. Ich würde auf sie hören. Das ist nicht Lohmanns Entscheidung. Die Geno-Haradan bringen ihren Job immer zu Ende. Na schön, dann müssen wir kämpfen. Immer bereit für eine Herausforderung. Spürt meinen Zorn. Ich habe sie direkt zu euch gebracht. Jetzt erledigt sie. Hier vielleicht erstmal den einen. Ich brauche Hilfe. Sofort. Okay, der hält echt viel aus hier, der Kollege. Kaiserin wurde mal wieder besiegt, aber nicht schlimm. Die können wir wiederbeleben. Ich bin zurück. Und wir gucken einfach direkt mal hier nach dem letzten Artefakt vielleicht. Oder haben wir das schon übersehen? Das kann sein, dass wir das schon übersehen haben. Gut, dann meditieren wir erstmal. Und sprechen gleich mit dem Lohrmann. Zurück! Ich habe eure Freunde als Geiseln genommen. Wenn mir etwas passieren sollte, sind sie tot. Hier ist Minister Lohrmann. Lasst mich mit den Gefangenen reden. Oh, hallo, Lohrmann. Mehr habt ihr nicht geschickt, um uns gefangen zu nehmen? Ich bin ein wenig beleidigt. Was für eine Erleichterung. Ich bin froh, dass ihr beide in Sicherheit seid. Ihr habt uns einen schönen Schrecken eingejagt. Es ist schön, eure Stimme zu hören. Ich wusste, dass ihr nicht tot seid. Ich habe nicht eine Sekunde daran geglaubt. Wir müssen Saresh aufhalten. Saresh steckt hinter dieser Sache. Hat sie versucht, euch zu kontaktieren? Mehr als das. Saresh will die Allianz-Commander. Sie befindet sich in diesem Moment auf Odessen. Haltet sie auf. Ich bin unterwegs. Ihr seid mein Gast. Soll ich den Verräter hinrichten oder möchtet ihr es tun? Lasst ihn gehen. Es wird Zeit, neue Methoden anzuwenden, Kaiserin. Seid gnädig und ihr habt einen Diener, der euch sein Leben lang loyal ist. Nicht wirklich befriedigend, aber machen wir es auf eure Weise.
Okay, wir können da schon rausgehen. Ich würde aber tatsächlich nach dem Relikt hier nochmal schauen. Ich denke, dass wir vielleicht vor dem ersten Relikt, was wir gefunden haben, eins übersehen haben. Deswegen gehen wir jetzt hier nochmal nach oben. Muss man ja auch erstmal wissen, dass man diese Relikte nur erkennt, wenn man auch wirklich durchs Fernglas schaut. Genau, hier haben wir das erste Relikt gefunden. Da würde ich tatsächlich nochmal in dem vorherigen Raum schauen, ob wir da nicht ein Relikt finden. Das erinnert mich an meine ersten Prüfungen als Schülerin. Die Gräber auf Korriban von Ungeziefer befreien. Hört sich an, als würdet ihr diese Zeiten vermissen. Es waren einfachere Zeiten, aber ich trauere der Vergangenheit nicht hinterher. Ich sehe für uns beide eine ruhmreiche Zukunft voraus. Das sind nun wieder diese Druckplatten. Okay, also hier schon mal nichts. Aha, da haben wir es. Da standen wir quasi sogar schon vor. Platziere die Klinge im Regal, platziere das Steinrelikt im Sockel. Okay, also es ist noch nicht ganz vorbei hier. Aber das würde ich schon ganz gerne nochmal mitmachen wollen. Der Vollständigkeit halber. Und dann kommen wir wahrscheinlich gleich hier hinter das Gitter rein. Okay, da die Klinge im Regal platzieren. Und dann gehen wir nochmal nach oben und schauen, ob das Gitter aufgeht. Untersuche den Inhalt des Raumes. Ah ja. So kommen wir rein. Und das war die Bonusmission. Reliktjäger. Dann können wir das Grab jetzt hier verlassen. Und da finden wir die Fähre, die uns hier wieder wegbringt. Im Schlepptau mit Kaiserin Asina und Minister Lormann. Jetzt müssen wir schleunigst nach Odessen, um Saresh aufzuhalten, dass sie nicht die Kontrolle über die Allianz übernimmt. Wir sind auf jeden Fall auf Odessen. Es wäre schön, wenn das jetzt hier starten würde. Dauert nur ein bisschen.
Mitglieder der Allianz. Wie viele von euch schon gehört haben, ist eure Kommandantin tot. Es liegen dunkle Zeiten vor uns. Aber fürchtet euch nicht. Ich kann euch ein leitendes Licht in der Finsternis entzünden. Ich muss also davon ausgehen, dass ihr alles wisst. Gesteht. Gebt zu, was ihr getan habt. Ich will hören, wie ihr es sagt. Und euch diese Befriedigung gewähren. Die Allianz braucht eine Anführerin wie mich. Ich habe eine Gelegenheit gesehen und sie ergriffen. Dafür werde ich mich nicht entschuldigen. Für Entschuldigungen ist es längst zu spät. Was machen wir jetzt mit ihr? Ich gehe davon aus, dass ihr mich hinrichtet. Das ist, was Valen tun würde. Das ist, was ich tun würde. Ich bin aber nicht wie ihr. Das ist der Unterschied zwischen uns. Ich lasse euch am Leben. Aber ihr werdet für sehr lange Zeit eingesperrt sein. Bringt sie weg. Ihr habt keine Ahnung, wie froh ich jetzt bin. Kaiserin Asina wartet auf eure Nachricht, Commander. Wir treffen euch in der Kommandozentrale. Okay. Gut, das haben wir nochmal verhindern können hier. Wir kriegen nochmal eine Anmeldebelohnung. Schauen wir uns dann auch gleich mal an. Ja, 3000er Credit Chip. Gut, Leute, wir sind auch am Ende der Folge angelangt. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann zur nächsten Folge wieder einschaltet. Lasst gerne ein Like oder Kommentar da. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich auch sehr drüber freuen. Bis zum nächsten Mal.